Sehr gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir könnten eigentlich Leder abgeben, ne? Stellt keine Waren mehr her. Wir könnten Leder abgeben nach Nordheim. Das gefällt mir. Wer macht das denn mal? Ja gut, wer macht das mal? Da bleibt nicht viel übrig. Wir haben ja hier die Fleischroute. Ja, das könnte man jetzt einfach umändern. Na? So, Leder. Umverteilung. Jetzt geht's los. In Bergenfurt. ...40 rein in Nordheim, Feuerkanone raus. Hier kommen... Naja, er hat jetzt immer 110 geladen, ne? Ein bisschen was... Ja. Das Ganze, da bleibt uns auch nur die Nura für. Alles andere... ...sind ja Kriegsschiffe, ne? Damit die da nicht so untätig rumsteht, geben wir ihr eine Aufgabe. Jo, das machen wir. Teurer Dienst. Niemand ist zuverlässiger als die Arbeiter des Arsenals. Das ist im ganzen Archipel bekannt. Zum Leidwesen Signore Garibaldis wissen sie auch selbst um ihren Ruf, sodass sie sich den kleinsten Gefallen teuer bezahlen lassen. Bezahlen lassen. Aha. Dafür bekommen wir einen abgelegenen Denunziantenbriefkasten. Alles klar. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was waren's? 35. Alles klar. 5. So, einmal. Zu Signore Garibaldi. Mir ist auch aufgefallen. Das ist jetzt unsere Abdeckung der Geheimkabinette. Wow, wird jetzt der ein oder andere sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Genau, das dachte ich mir auch. Wir müssen also nochmal das ein oder andere Haus abreißen und ein Geheimkabinett dahin pflanzen. Meine Loyalität gilt ganz hoch. Ja, meine auch. Ich habe schon Bedenken, dass die Marie d'Artois da eventuell drauf zugreifen könnte. Das heißt, das kommt weg. Ihr seid tatsächlich zurückgekehrt. Ja, Moment. Einer ihrer Betriebe stellt und wird ein Geheimkabinett. Der Rat der 10 Weisen. Das sieht in Nordheim ja deutlich. Schlechter aus. Oh, scheiße. Stimmt, das hatte ich ja abgerissen, ne? Sag mal, haben wir hier überhaupt eins? Oh. Wow. Da. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ach komm. Ganze geil erzählen. Gut, das Haus muss weg. Gut, wenn wir Glück haben, macht die Marie d'Artois nicht viel. Wir haben auch nicht mehr viel Plus. Na gut, im Krieg mache ich eh hier auf volle Kanone, ne? Da zahlt er alle feinen Kriegssteuer obendrauf. Sollte man doch mal öfter zwischendurch nachschauen, was man nicht alles so vergessen hat.
Unsere Bürger brauchen so etwas doch nicht. Ich will aber jetzt auch keinen Adligen eigentlich verscheuchen hier. Okay, wir machen Folgendes. Erst ein paar Patrizier, dann nochmal ein paar Adlige, damit ich ein Haus abreißen kann. Wobei, so wollten wir eigentlich nicht, ne? Seid unbesorgt. Alle sind mit. Okay, wir warten, bis der Kaiserdom fertig ist. Gott sei's gedankt. Oh, da ist bald. Es keine ernsthaften Unfälle. Und dann dürften die drei hier oben auch noch Unterhaltung haben. Genau. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Dann können die drei da oben nämlich noch abgegradet werden, bevor wir hier unten anfangen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eigentlich möchte ich ungern Patrizier außerhalb der eigentlichen Stadt haben. So, das ist ja die Stadt, das hier ist der Vorort. Und hier möchte ich eigentlich keine Patrizier wohnen haben. Ach, deshalb. Sag mal, was ist denn los mit den Kerzen hier? Hm? Woran mangelt es denn? Anscheinend an Bienenwachs. Okay. Wenn das so ist, hauen wir hier eben noch eine Bienenwachsproduktion neben. So. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht das? Oh, knapp. Aber es reicht. So, und hier. Ja, es war jetzt doof. Okay, wir haben noch genügend Rohstoffe. Direkt an den Weg. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. So, das sollte jetzt ausreichen, damit vielleicht ein bisschen mehr hier produziert wird, nicht? Ein bisschen mehr an Kerzen. Weil daran mangelt es ja. Hm. Gut, vielleicht mangelt es auch an den Verarbeitungsbetrieben, aber ich glaube eher nicht. Spiel gespeichert. Ich glaube eher, da die beiden hier oben schon nicht nachkommen, oder schon nicht genügend Bienenwachs zur Verfügung haben, ne? Hm. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Toll. Salz ist alle. Ja. Gut. So sei es. Salz. Saline. Was macht der Kohle? Ja. Ich glaube, das liegt eher an. Ein nee. Gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Vielleicht, weil ich doof bin? Vielleicht, weil ich hier mal einen Weg hätte verlegen sollen? Nur mal so rein theoretisch? Das hätte, glaube ich, schon viel gebracht. Vollpfosten. Ach nee. Komm, das kriegen wir noch voll. Ja, sag ich doch. Manchmal, ne? Manchmal frage ich mich selber, was denn überhaupt los ist mit mir. So, Leute. Ihr dürft vorsprechen. Beeindruckend. Dieser Dom ist ein Sinnbild der Hoffnung. Gerade für die einfachen Leute.
Der Kaiserdom. Er ist fertig. 3 Folgen zu spät. Aber er ist da. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wahnsinn. Der Kaiserdom ist da. Ach, herrlich, hat ja auch kaum eine halbe Ewigkeit gedauert, ey. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ah, jetzt geht's mir gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Schön. So viel schöner als der Kölner Dom zum Beispiel. Ein gutes Geschäft. Muss ich eh sagen, ich meine, ich wohne in Düsseldorf, ne? Schön hier die verschiedenen Ornamente. Ach toll, ich liebe ihn. Da ist er. Ah, jetzt fehlt's uns eigentlich an nichts mehr. Jetzt kann jeder, der will, alles machen. Alles ist auch durch den Kaiserdom hier. Die Sicherheit, Kaiserdom. Kirche, Kaiserdom. Vergnügen, Kaiserdom. Alles. Der kann einfach alles. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, Ziel Nummer 1. Abgeschlossen. Ne? Das heißt, keine Waren mehr her. Wir sind schon ganz gut dabei von unseren eigentlichen Zielen. Und es fehlen nur noch 7000 Bewohner. Gottlob vorüber. Wir haben die 1 Million Goldmünzen. Wir haben 2000 Gesandte. Wir haben... Ja, mehr als 2000 Adlige. Wir haben nur noch nicht 30.000 Einwohner. Und das wiederum, jetzt kostet ja uns natürlich noch mehr, ne? Das wiederum, die 30.000 Einwohner kommen ja, wenn wir Maridatois mal irgendwann, dann freundlichst besuchen. Und uns dann ihre Stadt zu eigen machen. Ach, ist das herrlich, ne? So. Und vor lauter Freude kommen jetzt natürlich noch mehr Patrizier an und möchten in die Stadt, können aber nicht. Deshalb siedeln sie sich direkt vor dem Stadttor an. Ich möchte, dass hier 91 steht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Ja, kein Problem. So. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 3 glückliche Patrizier, die gleich adlig sein werden. Es könnten noch viel mehr sein. Ja. Macht euch in der Ratsversammlung einen Namen? Ich glaube, die hat Angst. Kann das sein? Wenn es weiter nichts ist, ich glaube, Maridatois hat Angst vor uns. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ein Mitspieler hat einem Kontrahenten einen Ratssitz abgejagt. Gott möge euch eure Sünden vergeben. 6 Ruf plus, 5 Ruf minus. Das ist natürlich fabelhaft. So, wie sieht's aus? Ach, ja, natürlich, weil ihr keine Kerzenhalter habt, weil ihr die ja alle mit abfackelt. Ah ja, wir haben auch kein Glas. Passt mal auf, da schicken wir doch direkt mal das Schiff los. So, Glaslieferung. Muss auch sein. Ach, ist das herrlich. Sieht im Nachhinein, ne, natürlich... Wenn man das Ganze jetzt richtig auf Schönbau anlegt und das Ganze vorher plant, dann vielleicht aber auch ohne Gegner spielt auf einer großen Map, wo alle Ressourcen einem selber dann gehören, ne? Hätte ich jetzt hier eigentlich so einen großen Platz drumrum, so wie hier praktisch, ne? So. Und hätte dann auch so eine Häuserreihe da drumrum. Allah segne euch. Aber gut, das geht dann nur im Schönbau.
So ist es. Wenn diese Folge kommt. Quatsch, das war schon vorgestern. Vorgestern Abend, vorgestern? Montag. Kam ja auch Transport Fever. Ja. Und da ist es auch so. Die richtig schönen Sachen gehen nur, wenn du im Schönbau spielst, ohne Kosten und irgendwie ohne was, naja, ohne den eigentlichen Spielreiz eben, ne, die Wirtschaftssimulation. Weil du dann halt da auch die schönen Sachen bauen kannst, Bahnhofsvorplätze, was weiß ich was. Normalerweise musst du ja effizient bauen. Und die Kunst ist es dann, effizient und schön zu bauen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das mal irgendwann hinkriege. So, wie sieht's denn aus hier? Jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Diese drei machen wir als nächstes, ne? Würde ich sagen. Eins. Einer ihrer Betriebe stellt. Oh, kann sein, dass wir nicht. Waren das drei Glas? Ich muss euch gratulieren. In dieser ja, ach, das passt ja perfekt. Das war natürlich. Oh, es passt perfekt. Besser geht's gar nicht. Ja, danke. So. Und jetzt. Moment, wo sollte der hin? Ich würde sagen, hier das Eckhaus. Pass auf, du bist dann überhaupt kein. Du warst auch nie ein Eckhaus, liebes Haus. Na? So. So, aber das ist ein Eckhaus. Wunderbar. Ist das herrlich. Damit haben wir eigentlich fast alles erreicht, was wir erreichen wollten. Gut, Ziele 30.000 Einwohner wird das wird der nächste Schritt sein. So. Ach schön, jetzt könnte ich hier wieder die ganze Zeit irgendwie so in diesem Modus so rumfliegen. Dieser riesigen Kathedrale. Vorne die schönen Patrizierhäuser. Der wunderschöne roten Dachschindel. Na gut, hier vorne ist ein Markthaus, aber. Ne? Ach, sieht einfach schön aus. Diese Kreuz und Quer stehen da die Dächer. Da kann ich mich wieder austoben, um ein schönes Thumbnail zu erstellen. Nach wie vor liebe ich diese Grafik. Natürlich ist sie nicht auf dem aktuellsten Stand. Sehe heute wahrscheinlich, wenn man es heute so entwickeln würde, ein bisschen besser aus. Ich meine, wie man gesehen hat, Anno 2205 sah grafisch gesehen klasse aus. Ja, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Am Spiel vielleicht halt selber, je nachdem. Aber gut, wenn das so aussehe von der Detailliertheit her, wäre noch ein bisschen schöner, aber es sieht so auch einfach klasse aus und es hat diesen Charme, es ist so. Es ist für mich als es ist für mich so ein Stück zu Hause. Kann ich nicht anders sagen. Das ist. Ich glaube, ich habe kaum ein anderes Strategiespiel. Aufbauspiel. So viel gespielt wie Anno 1404. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe City Skylines relativ viel gespielt. Na, SimCity 4 damals vielleicht. Da gab es aber auch keine Alternative zu. SimCity 4 habe ich viel gespielt. Die SimCity 4 Deluxe Edition habe ich mir zweimal neu kaufen müssen. Einmal war die CD weg und einmal war die CD kaputt. Ja,
Ich habe sie mir beide Male in Holland neu gekauft. Beide Male in Middelburg. An der einen Straße, da war so ein Laden, wenn man vom Marktplatz aus, von dem Rathausplatz. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ja gut, wenn ich sage, wenn man links kommt, kommt es auf an, von wo man kommt. Wenn man da hergeht, da war so ein kleiner Laden, der hatte ganz viele Computerspiele, alles mögliche. Und da habe ich mir immer neu gekauft. Ja, mit der Spielanleitung auf Niederländisch. Das war immer ein Traum. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Aber gut, war jetzt nicht die große Herausforderung.